Hallo, mein Name ist Laura von Torra. Ich bin Sportmoderatorin, moderiere aber auch die Action-Show Ninja Warrior. Daher kennen mich viele Kids, die lieben nämlich diese Show. Und deswegen war für mich sofort klar, auch ich bin dabei bei der Kampagne Träumen helfen. Große Klasse, dass German Doctors sich so engagiert und einsetzt. Und auch ich werde heute für euch vorlesen. Und ich habe mir ein altes Janosch-Buch rausgesucht mit dem wunderbaren Titel Oh, wie schön ist Panama. Los geht's. Es war einmal ein kleiner Bär und ein kleiner Tiger, die lebten unten am Fluss, dort, wo der Rauch aufsteigt, neben dem großen Baum. Und sie hatten auch ein Boot. Sie wohnten in einem kleinen, gemütlichen Haus mit Schornstein. Uns geht es gut, sagt der kleine Tiger, denn wir haben alles, was das Herz begehrt, und wir brauchen uns vor nichts zu fürchten, weil wir nämlich auch noch stark sind. Ja, das ist wahr. Der Bär und der Tiger, sie verstanden sich prächtig. Sie waren glücklich, sie waren stark, das reicht. Der kleine Bär ging jeden Tag mit der Angel fischen und der kleine Tiger ging in den Wald Pilze finden. Der kleine Bär kochte jeden Tag das Essen, denn er war ein guter Koch. Möchten Sie den Fisch lieber mit Salz und mit Pfeffer, Herr Tiger, oder besser mit Zitrone und Zwiebel? Alles zusammen, sagt der kleine Tiger, und zwar die größte Portion von allen. Als Nachspeise aßen sie geschmorte Pilze und dann Waldbeerenkompott mit Honig. Mmm, lecker. Sie hatten wirklich ein sehr, sehr schönes Leben dort unten in dem kleinen, gemütlichen Haus am Fluss. Aber eines Tages schwamm auf dem Fluss eine Kiste. Der kleine Bär fischte die Kiste aus dem Wasser und schnupperte daran und sagte, oh, Bananen. Die Kiste roch nämlich nach Bananen. Und was stand auf der Kiste geschrieben? In ganz großen Buchstaben Panama. Das las der kleine Bär. Die Kiste kommt aus Panama und Panama riecht nach Bananen. Oh, Panama muss das Land meiner Träume sein, sagt der kleine Bär. Er lief nach Hause und erzählte dem kleinen Tiger bis spät in die Nacht hinein von Panama. In Panama, sagte er, ist alles viel schöner, weißt du, denn Panama riecht von oben bis unten nach Bananen. Panama ist das Land meiner Träume, Tiger. Wir müssen sofort morgen nach Panama. Was sagst du, Tiger? Sofort morgen, sagte der kleine Tiger, denn wir brauchen uns dort vor nichts zu fürchten, Bär. Aber meine Tigerente, die muss auch mit. Am nächsten Morgen standen sie noch viel früher auf als sonst. Wenn man den Weg nicht weiß, sagt der kleine Bär, braucht man zuerst einen Wegweiser. Deshalb baute er aus der Kiste einen Wegweiser. Und wir müssen meine Angel mitnehmen, sagte der kleine Bär. Denn wer eine Angel hat, hat auch immer Fische. Und wer Fische hat, braucht nicht zu verhungern. Und wer nicht zu verhungern braucht, sagt der kleine Tiger, der braucht sich auch von nichts zu fürchten. Nicht wahr, Bär? Dann nahm der kleine Tiger noch den roten Topf mit, damit wir jeden Tag etwas Gutes kochen können. Weißt du, Bär, mir schmeckt doch alles so, so gut, was du kochst. Der kleine Bär nahm noch seinen schwarzen Hut und dann gingen sie los. Dem Wegweiser nach, am Fluss entlang, in die eine Richtung. Auf einmal, der kleine Bär und der kleine Tiger. Hey, ihr, seht ihr nicht die Flaschenpost auf dem Fluss? Auf dem Zettel könnte eine geheime Botschaft über einen Seeräuberschatz stehen. Zu spät, sie ist vorbeigeschwommen. Hallo Maus, erstmal, sagte der kleine Bär. Wir gehen nach Panama. Panama ist das Land unserer Träume. Dort ist alles ganz anders und viel größer. Größer als unser Mauseloch? Fragt die Maus. Das kann ja nicht sein. Ach, was wissen Mäuse denn von Panama? Nichts, nichts und wieder nichts. Sie kamen beim alten Fuchs vorbei, der gerade mit einer Gans seinen Geburtstag feiern wollte. Wo geht's denn hier nach Panama? Fragte der kleine Bär. Nach links, sagte der Fuchs, ohne lange zu überlegen, denn er wollte bei seiner Geburtstagsfeier nicht gestört werden. Nach links war aber leider falsch. Sie hätten ihn also besser nicht fragen sollen. Dann trafen sie eine Kuh. Wo geht's denn hier nach Panama, wenn ich fragen darf? So der kleine Bär. Nach links, sagte die Kuh, denn rechts wohnt der Bauer und wo der Bauer wohnt, kann Panama ja nicht sein. Das war wieder falsch, denn wenn man immer nach links geht, wo kommt man dann hin? Richtig, nämlich dorthin, wo man hergekommen ist.
Bald fing es auch noch an zu regnen und das Wasser tropfte vom Himmel und tropfte und tropfte und tropfte. Wenn bloß meine Tigerente nicht nass wird, sagt der kleine Tiger, dann fürchte ich mich auch vor nichts. Wo habt ihr denn euren Regenschirm, kleiner Bär und kleiner Tiger? Ja, der hängt zu Hause an der Tür, ja, ja. Abends baute der kleine Bär aus 2 Blechtonnen eine Regenhütte. Sie zündeten ein Feuer an und wärmten sich. Wie gut, sagt der kleine Tiger, wenn man einen Freund hat, der eine Regenhütte bauen kann. Dann braucht man sich vor nichts zu fürchten. Als der Regen vorbei war, gingen sie weiter. Sie bekamen auch bald Hunger und der Bär sagte, ich habe eine Angel, ich werde fischen gehen. Warte du so lange unter dem großen Baum und zünde schon ein kleines Feuer an, Tiger, damit wir die Fische braten können. Aber da war kein Fluss und wo kein Fluss ist, ist auch kein Fisch und wo kein Fisch ist, nützt auch eine Angel nichts. Wie gut, dass der kleine Tiger Pilze finden konnte, sonst wären sie wohl verhungert. Wenn man einen Freund hat, sagte der kleine Bär, der Pilze finden kann, braucht man sich vor nichts zu fürchten. Nicht wahr, Tiger? Sie trafen bald 2 Leute, einen Hasen und einen Igel. Die trugen ihre Ernte nach Hause. Kommt mit zu uns nach Hause, sagten die beiden. Ihr könnt bei uns übernachten. Wir freuen uns über jeden Besuch, der uns etwas erzählen kann. Der kleine Bär und der kleine Tiger durften auf dem gemütlichen Sofa sitzen. So ein Sofa, sagte der kleine Tiger, ist das Allerallerschönste auf der Welt. Wir kaufen uns in Panama auch so ein Sofa. Dann haben wir wirklich alles, was das Herz begehrt. Ja, ja, sagte der kleine Bär.